Ja, salut, bienvenue, mes amis, hier ist wieder Kurs Filmwelt. Und wie ich es gestern schon in meinem Livestream angekündigt hatte, werde ich heute den Weihnachtssendeplan auf Kurs Filmwelt die nächsten 3 Tage jetzt bekannt geben. Wir haben uns ja entschieden, alle gemeinsam in der Gemeinde gestern, in der Filmgemeinde, dass ich über die Feiertage, also am Heiligabend, den 24.12., am ersten Weihnachtsfeiertag, den 25.12. und den zweiten Weihnachtsfeiertag am 26.12. jeweils immer um 21 Uhr erst live gehen werde. Einfach da es für die Filmgemeinde am besten passt. Ja, man hat natürlich auch ein bisschen Verpflichtungen Weihnachten, man hat Familie und Freunde wollen einem vielleicht noch einladen. Und dann wird es ein bisschen alles hektisch, einige müssen noch arbeiten über Weihnachten. Ja, es gibt auch Berufe, wo man noch arbeiten muss über Weihnachten dann, über die Feiertage. Und da habe ich dann kurzerhand gesagt, okay, dann schauen wir, wie es am besten passt. Und die meisten haben gesagt, ja, ich komme dann erst sehr viel später nach Hause als sonst. Und es ist halt viel los. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir jetzt einfach einen Termin aus 21 Uhr, dass es vielleicht dann für jeden passt, dass jeder noch irgendwie ein bisschen dabei sein kann, wenn er mag. Denn einige haben gesagt, ich würde gerne mit dir die Weihnachtsfeiertage auf Kulis Filmwelt irgendwie ausklingen lassen, dann du machst es immer gut und so, mich freut das immer. Und habe ich gesagt, ja gut, dann passe ich mich an die Gemeinde an, ja, und sage jetzt, die 3 Tage jetzt, die 3, sagen wir mal, Feiertage ist ja auch wie Feiertag, ja, also 24.12., 25.12. und 26.12., diese 3 Tage ausnahmsweise immer ab 21 Uhr Live-Sendung auf Kulis Filmwelt. Ja, gut. Und ich sage jetzt einfach mal an, wie der Plan ausschaut. Ich gebe jetzt schon mal die Filme einfach mal bekannt dann, oder was überhaupt geplant ist auf Kulis Filmwelt. Und dann könnt ihr euch da schon mal ein bisschen drauf einstellen und euch vielleicht auch schon ein bisschen vorfreuen. Kann ja mal sein, ja. Gut, also morgen am 24.12.23, also Heiligabend, habe ich mir gedacht, mache ich mal einen tollen Film, den ich schon mal gesehen habe und der hat mich damals total fasziniert. Green Book, eine besondere Freundschaft aus dem Jahr 2018. Das ist eine Filmbiografie nach wahrer Begebenheit. Naja, da habe ich schon mehr gedacht, ja, wahre Begebenheit, ja, ist ja eine Biografie dann, ja, und wie? Ja. Aber es stand tatsächlich so da, Filmbiografie nach wahrer Begebenheit, ja. Worum es dabei geht, lasst euch da überraschen. Vielleicht kennt der eine oder andere diesen Film auch schon. Dann ist ja auch nicht schlimm, aber kann man sich immer wieder anschauen. Zumal der Film dann am Montag, spät abends, ab 11:30, kurz nach 11:30 oder kurz vor 11:30, in der ARD läuft. Und wenn ihr den unbedingt nochmal sehen wollt oder noch nie gesehen habt und die Chance nicht verpassen wollt, könnt ihr morgen also schon erfahren, was mir zum Beispiel an diesem Film toll gefallen hat und warum ich ihn empfehlen würde, ihn zu schauen. Ja? Also morgen am 24.12.2023, 21 Uhr Livestream auf Kulis Filmwelt mit Green Book, eine besondere Freundschaft. Am ersten Weihnachtsfeiertag, also den 25.12.2023, da habe ich mir überlegt, oder vielmehr auch schon die Gemeinde im letzten Monat, glaube ich schon, dass wir wieder eine Kulis Quasselrunde machen, ja. Und zwar, ich hatte Kulis Quasselrunde 2023 natürlich, ja, ist klar, im November 2023 ins Leben gerufen, weil alle mal so ein bisschen mit mir labern wollten gerne. Und da habe ich gesagt, okay, dann machen wir mal eine Quasselrunde. Und das hat den Leuten so gut gefallen. Wir hatten da sogar noch Überstunden gemacht, ja. Also es lief länger, als ich eigentlich gedacht habe, dass es laufen würde. Es hat also sehr vielen gefallen. Und da haben wir dann gesagt, wie wäre es, wenn wir das jeden Monat einmal im Monat machen? Immer so zum Monatsende, meinetwegen. Und dann haben sich die meisten dafür entschieden und deswegen haben wir dann damals schon entschieden, okay, wir machen also Ende Dezember Kulis Quasselrunde. Und das ist am 25.12.2023 dann wieder der Fall, also am ersten Weihnachtsfeiertag auch um 21 Uhr, ja, oder ab 21 Uhr. Gut, und dann hätten wir noch den zweiten Weihnachtsfeiertag. Den dürfen wir jetzt nicht übergehen, ja. Also 26.12.2023, zweiter Feiertag, Weihnachtsfeiertag vielmehr. Da gibt es dann wieder ein Filmchen, ja. Da sage ich dann wieder, was mir gefällt für einen Film und welchen ich da euch raten würde zu schauen, der sich meiner Meinung nach lohnt.
Oscar. Und zwar ein sehr, sehr seltener Film aus dem Jahr 1989. Ist ein Zweiteiler, der sehr, sehr selten, wie gesagt, ist. Blick in den Abgrund. Das ist wirklich nach wahrer Begebenheit, ist ein sehr krasser Fall gewesen. Da ist wirklich was Schlimmes damals passiert. Ist aber toll adaptiert worden, kann man jetzt so sagen, glaube ich, oder? Mit Farrah Fawcett in der Hauptrolle. Und mit Ryan O'Neill auch, ja. Und der ist ja vor kurzem leider verstorben. Den sollte man kennen, besonders aus Love Story, ja. Und da dachte ich, okay, dann können wir auch ein bisschen an Ryan O'Neill gedenken und dann aber auch mit einem richtig tollen Film, wo er mitgewirkt hat. Und Farrah Fawcett ist einmalig gewesen in dieser Rolle. Da erzähle ich euch dann genau am Montag, nee, am Dienstag dann, ja, 26.12.2023. Worum es dabei geht. Okay, auch 21 Uhr natürlich, ja. Also wie gesagt, Leute, wundert euch nicht, jetzt nichts hier. Also heute gehe ich ja auch nochmal live. Und zwar wie gewohnt 18:30 Uhr mit ganz normaler, regulärer Sendung zum Film, ja. Thumbnail sieht man schon. Also was mache ich da, ja? Hier unten dann, ja. Oder vielmehr auf meinem Kanal direkt, ja. Um welchen Film es heute geht, ja. Ja. Kann ich ja vielleicht schon mal sagen, weil ist ja sowieso schon, habe ich ja schon vorbereitet alles. Und zwar, jetzt nicht denken, dass ich fluche, ja, aber der Film heißt einfach so, Verfluchter Mist mit Johnny Cash, ja, in der Hauptrolle. Der ist auch richtig gut und ich möchte euch den einfach mal ein bisschen vorstellen. Und halt da aber nochmal um 18:30 Uhr, ja, aber jetzt am morgigen Tag, am 24.12., Heiligabend, am ersten Weihnachtsfeiertag, 25.12. und zweiter Weihnachtsfeiertag, 26.12. Da immer ausnahmsweise 21 Uhr. Ja. Ansonsten war es das jetzt von mir. Wir dürfen uns jetzt alle zusammen freuen, dass wir uns nachher wieder sehen und auch die Tage dann ein bisschen miteinander verbringen können. Für alle anderen, die vielleicht keine Zeit haben, Kohle jetzt hier anzuschauen dann oder so, wünsche ich auf jeden Fall und natürlich auch meiner Gemeinde im Allgemeinen, ja, wunderschönen Einstand in die Weihnachtszeit jetzt und ja, dass es vielleicht auch ein bisschen genießen könnt und bitte nicht zu hektisch wird, ja. Gut, ansonsten sehen wir uns nachher, 18:30 Uhr heute nochmal mit Verfluchter Mist, ja, und dann mit Johnny Cash, also in der Hauptrolle. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal Salü, Abenteuer, mes amis. Eure Kulle. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis nachher. Tschüss.